so. Wer schon Gold hat, kann eigentlich gelassen sein. Mixed-Staffel-Weltmeister Arndt Peiffer, gut gelaunt bei der Waffenkontrolle. Zuversichtlich auch sein Teamkamerad Simon Schemp. Beide wissen, der Sieg geht heute nur über Martin Fourcade. Der Top-Favorit aus Frankreich geht mit der frühen Startnummer 4 ins Rennen. Der erste der Deutschen ist Erik Lesser. Eigentlich haben alle vier heute die Chance, aufs Podium zu springen. Aber erstmal der große Franzose. Martin Fourcade hat 4 von 5 Sprintrennen in diesem Winter gewonnen. Aber im Liegendanschlag hat er schon eine Scheibe verpasst und jetzt noch eine. 2 Strafrunden für Fourcade. Das kann eigentlich nicht mal er kompensieren. Der Titel ist wohl weg. Erik Lesser im Liegendanschlag. 3 Treffer hat er schon. Auch den Rest räumt er ab. Guter Start des Thüringers. Arndt Peiffer will das genauso gut machen. In der Mixstaffel unglaublich sicher. Und auch heute, alle 5 Scheiben sind weiß. Peiffer geht in Führung. Martin Fourcade versucht alles aus seinem Körper herauszuholen. Er fliegt dem Ziel entgegen und geht erstmal in Führung. Aber noch kommen 99 Athleten nach ihm. Der dritte Deutsche, Simon Schemp mit Problemen, hat schon eine Strafrunde gedreht und muss sich jetzt sputen. Und dann kommen bittere Minuten für das deutsche Team. Erik Lesser liegend 0, stehend, fast Totalschaden. 3 Fehler, er ist raus. Und Arndt Peiffer? Wenn er alles trifft, geht er in Führung. Aber auch er patzt bei diesen tückischen Bedingungen am Schießstand. 2 Strafrunden, genauso viel wie Fourcade. Aber der Franzose ist läuferisch nicht zu gefährden. Also muss jetzt Schemp erstmal die deutsche Ehre retten. Und diesmal trifft er alle Scheiben und jagt die Zeit von Fourcade. Viele Strafrunden heute, aber hier haben wir endlich mal einen, der alle Scheiben trifft. Krasimir Anev, der Einzelkämpfer aus Bulgarien. Nach dem 2. Schießen übernimmt er die Führung. Im Ziel fällt er aber zurück. Arndt Peiffer auf der letzten Schleife ins Ziel. Eine Strafrunde, aber läuferisch hat er gegen Fourcade überhaupt keine Chance und wird am Ende 12. Aus dem Tunnel kommt Simon Schemp. Was passiert da? Steigt sich selber auf den Stock, bricht ein Stück davon ab. Ein unglaubliches Missgeschick. Genau wie vor einem Jahr, als er in Oslo auf der Zielgeraden sogar stürzte. Was ist bloß los mit Simon Schemp und seinen Weltmeisterschaftsrennen im Sprint? Er wünscht sich so sehr, endlich mal eine Einzelmedaille zu gewinnen. Heute wird es wieder nichts. Er verliert auch wertvolle Sekunden für den Verfolgungswettkampf morgen. Schemp wird 9. Aber einen haben wir ja noch. Benedikt Doll, vom Läuferischen her eigentlich der talentierteste Deutsche. Aber das Schießen ist sein Problem. Nur heute klappt es. Doll mit in der Spitzengruppe nach dem ersten Schießen. Der Altmeister kommt ins Ziel. Ole Einar Bjørndalen, wie immer topfit beim Höhepunkt der Saison. Aber für eine Medaille reicht es nicht heute. Der Norweger wird 8. Und jetzt die Chance auf die Medaille. Benedikt Doll. Eine Strafrunde kann er sich vielleicht erlauben. Aber besser ist natürlich, wenn er alle Scheiben trifft. 3 hat er. Noch 2. Noch eine. Beim wichtigsten Rennen des Jahres bringt Benedikt Doll endlich mal die 0 im Sprint. Er führt. Das war für mich heute das Wichtigste, einfach diese Ruhe am Schießstand zu zeigen. Und es hat richtig gut geklappt. Ich habe heute Morgen viel die Augen zugehabt, viel versucht, jetzt nicht irgendwie Energie zu verpulvern. Und es hat alles, mein Plan ist aufgegangen. Die Ereignisse überschlagen sich. Im Ziel ist immer noch Fourcade vorne. Aber Lowell Bailey aus den USA hat alle Scheiben getroffen und er ist 2. Nur 6,4 Sekunden hinter Fourcade. Aber reicht das für eine Medaille? Benedikt Doll auf der letzten Runde bei seinem Trainer Andreas Stitzel. Volle Kanne soll er geben, denn nicht nur die Zeit von Fourcade muss er schlagen, denn hinten lauert Gefahr. Johannes Tinjesbö, Sprintweltmeister von Kontiolahti, muss auch nicht in die Strafrunde und er ist schneller als Doll. 9,3 Sekunden liegt er vor ihm nach dem letzten Schießen. Doll jetzt auf der Ziellinie. Er schaut noch richtig frisch aus. Er wird in Führung gehen und die Silbermedaille ist ihm sicher. 23,1 Sekunden vor Martin Fourcade. Jetzt darf er sich freuen und muss warten, ob es vielleicht Gold werden könnte. Johannes Tinjesbö auf der Strecke. Er verliert Zeit. Es sind nur noch 3,8 Sekunden. Aber das Ziel ist schon fast da. Das könnte reichen für den Norweger, der kämpft. Und Benedikt Doll versucht ruhig zu bleiben. Er kann ja nichts mehr ausrichten. Die letzten Meter für den Norweger, der komplett am Limit ist.
Es wird ganz eng. Wer holt Gold? Wer Silber? Benedikt Doll ist Weltmeister. 0,7 Sekunden entscheiden eines der spannendsten Sprintrennen der Biathlon-Geschichte. Was für ein Rennen von Benedikt Doll. Martin Fourcade gratuliert, er gewinnt Bronze. Und Trainer Andreas Stitzel ist komplett aus dem Häuschen. Johannes Tinjesbø liegt immer noch da, ist völlig am Ende, bleibt lange liegen. Der Norweger konnte den Vorsprung einfach nicht ins Ziel bringen. Bis heute Abend zur Siegerehrung, die deutsche Hymne hören zu können, was gibt Schöneres? Ein Traum wird wahr? Ja, natürlich. Für das mache ich, denke ich mal, Biathlon und endlich mal ganz oben angekommen. Ein Gipfelstürmer. Benedikt Doll gewinnt den Weltmeisterschaftssprint von Hochfilzen. Die deutschen Festspiele in Österreich gehen in die nächste Runde.